Ja, servus Leute und willkommen zum Vlog Nummer 99. Ja, ich habe ja gestern den aktuellen Vlog rausgelassen und ich muss sagen, ich bin echt überwältigt. Eine Haufen Kommentare drunter. Daumen hoch für euch. Ja, das Thema, das ich angesprochen habe, das musste, wie gesagt, einfach einmal raus. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Irgendwann dann mache auch ich einmal dicht und dann sage ich, okay, jetzt reicht's. Gut. Weg da davon. Ja, ich bin unten am Kramer wieder ein wenig zugange. Mein Kühler ist in Arbeit. Der ist bei meinem Schweißer drüben. Der richtet das Ding jetzt zusammen. Da kommt der untere Wasserkasten ab. Dann werden die ganzen Lamellen gemacht. Dann kommt der Wasserkasten dann, wenn er repariert ist, auch wieder drauf. Und dann kann ich den Kühler normalerweise wieder frisch lackieren. Der Vater hat schon gesagt, der wird wieder grün lackiert, weil ich gesagt habe, ach naja, dann machen wir eine schwarze oder pff, Farbe ist mir im Prinzip egal. Dann habe ich gesagt, nein, der wird wieder grün. Auch gut. Ja, ich mache hier unten jetzt gerade am Kramer ein bisschen weiter. Ich habe jetzt gestern erst einmal die Batterie reingesetzt. Natürlich noch nichts angeschlossen. Einfach erst einmal, um zu sehen, welcher die Anschluss, wo brauche ich was. Weil die Elektrik wird ja komplett neu gemacht bei mir. Da bleibt ja nichts, wie es ist. Ich habe einmal den Blinkgeberhalter montiert. Also, das ist der Blinkgeber hier. Der sitzt hier oben drin. Der ist gummigelagert. So eine schräg reingemacht. Auch gut. So ist besser. So, der sitzt hier oben drin. Ja, Armaturenbrett habe ich angefangen zusammenzusetzen. Da sind auch ein paar Kleinteile dran zu machen. Sieht jetzt aktuell so aus. Die Hupe habe ich ein wenig aufpoliert. Das ist ja einfach nur Alu und da war Farb drauf. Die habe ich runtergekratzt. Öldruck, Glühüberwache, Ladekontrollleuchte habe ich. Da unten kommt dann der Blinkerschalter rein. Original ist es so, der KA15 hatte eigentlich einen Lenkstockschalter. Der hat quasi einen Blinker oben am Lenkstock gehabt. Habe ich allerdings nicht. Der war nicht mehr vorhanden. Den hat der Vorbesitzer oder der Erstbesitzer, die haben den rausgerissen, weil es einen Kabelbrand gegeben hat. Und dann haben sie alles rausgeschmissen. War ja bloß noch die Elektrik zum Starten drin, beleuchtungstechnisch gar nichts mehr. So, ich habe jetzt keinen Lenkstockschalter gehabt, dann habe ich geguckt, was die kosten, dann habe ich mir gedacht, okay, gibt es das Geld jetzt aus? Ich habe eigentlich den Blinker vom K15. Ja, und dann habe ich mir den wieder hergerichtet und habe gleich das Armaturenbrett vom K15 genommen. Blöd gelaufen natürlich, ich habe gar nicht geguckt, die sind gar nicht gleich gewesen. Jetzt habe ich es angeglichen, jetzt sind sie ziemlich gleich. Da war die Vertiefung hier einfach anders. Das habe ich jetzt noch ein wenig geändert. Ja, natürlich auch wieder hinterher, weil das merkst du ja erst hinterher. Logisch. Ja, und da habe ich jetzt, wie gesagt, den Blinkerschalterhalter montiert. Der Blinkerschalter liegt hier drüben. Der ist noch am alten Kabelstrang dran. Ist ja alles kaputt und rot. So schaut der dann aus. Der kommt da wieder rein. Und ja, mein Anlassschalter, Glühschalter, Anlassschalter, den muss ich wieder reinmachen, den habe ich da. Das Zündschloss, das muss ich wieder übernehmen, das habe ich da. Und Warnblinkschalter, das war ja einer drin, das war das Ding hier. Der ist aber kaputt gewesen, den hast du gezogen und dann, ja wahrscheinlich innen hier irgendwas kaputt. Der hat dann bloß ganz schnell geblinkt. Die Blinker und das haben normal funktioniert, aber der Warnblinkschalter hast du nicht geschaltet, hat alles ganz schnell geblinkt oder mehr geblitzt, teilweise hat es nur geleuchtet. Da habe ich jetzt einen neuen dafür, das ist der von Hella, den habe ich mir gekauft. Ja, muss der rein. Der sitzt ja dann hier oben, da sitzt der Glühanlassschalter und hier unten das Zündschloss. Da hüben noch der Sicherungskasten, da muss auch der rein. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich mache den Sicherungskasten vom K15 da rein. Der vom KA15 hat mir optisch ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Da war der Deckel nicht so schön und außerdem schon eingerissen seitlich. Da habe ich gedacht, da mache ich den schönen vom K15 drauf. Ja, und da war ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen drüber. Elektrik, muss ich ja zugeben, ist nicht meins. Ich würde es gerne besser können. Ich habe damals zwar den Warnblinkschalter da drüben angeklemmt gehabt. Das hat auch alles funktioniert, weil... Ich weiß noch, da, es gab einmal eine Zeit, da hat an dem Bulldog da überhaupt kein Blinker, nichts funktioniert und ich wollte unbedingt Blinker haben. Und ja,
dann habe ich das irgendwann einmal eingefriedelt. Da habe ich aber lang gebraucht, bis ich das drauf gehabt habe und bis ich das rausgefunden habe, wie ich was anklemmen muss. Auch mit Kabelpläne. Die Farben hier haben sowieso nicht gepasst, hinten und vorne nicht. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt setze ich mich trotzdem einmal ran und versuche es einmal. Ich habe mal ein paar verschiedene Pläne rausgelassen. Sieht man schon hier und hier. Ja, und ich versuche jetzt mal mein Glück, ob ich da was zusammenbringe. Wie gesagt, ich habe jetzt erst einmal mit einem Armaturenbrett angefangen. Das ist einmal der erste Schritt. Und ja, die ganze Elektrik, die ganzen Kabel dann. Muss ich auch gucken wegen die Stärken. Ich darf natürlich die Vorglühkabel nicht zu dünn nehmen. Sonst glühen die, aber nicht die Glühkerzen. Das wäre schlecht. Und ja, da versuche ich mich jetzt da mal drin. Ich denke mal, mein Vater wird schon mit einspringen, der wird mir schon noch helfen. Aber irgendwann muss man es ja auch mal lernen. Habe ich vorher noch nicht gemacht. Elektrik ist wie gesagt nicht mein Thema. Aber aller Anfang ist schwer und irgendwann kann ich dann sagen, okay, jetzt weiß ich, wie sowas geht. Muss man sich halt erst einmal reinfuchsen. Gut, für heute mache ich aber schon wieder Feierabend. Das ist schon wieder 11:30 Uhr. Ich gehe jetzt noch was essen. Und dann werde ich auf kurz vor 1 losfahren. Ich muss um 2 Uhr heute das Arbeiten anfangen. Bloß ich habe einen Pott. Naja, wohl finde ich sogar ein bisschen. Könnte ich um 1 rum oder kurz nach 1 losfahren. Ich habe meinen Pott Farbe bestellt. Von dem Hersteller da, von den Farben, diesen Dural mit 2K. Und zwar in Schwarz. Meine Dose ist ja nicht mehr aufgetaucht. Der Vater hat zwar gesagt, da muss noch irgendwo eine ganze Dose stehen, aber ich habe sie hinten im Regal nicht gefunden. Da war sie nicht dabei. Die ganze Halle auf den Kopf gestellt, habe sie auch nicht gefunden. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann rufe ich drinnen an bei dem Zulieferer. Und die mischen mal ein und die kann ich heute um 1 abholen. Passt. Dann habe ich das auch. Und dann ist ja geplant, also weil ich schon angeschrieben worden bin, ich soll die Pedale grün lassen. Die Pedale selber bleiben grün, bloß die Auftrittfläche oben wird schwarz. Also diese Fläche da oder diese Fläche hier oben wird schwarz. Hier oben der Hebel, der wird ein bisschen schwarz, dass man es schön erkennt. Handbremshebel oben drauf und hier ein bisschen schwarz anmalen. Und das Kupplungspedal, ja, und halt die Hebel hier drüben, viel ist es ja im Endeffekt nicht an denen, für die Zapfwelle und für die Differentialsperre, die waren auch hier oben so ein bisschen schwarz gemacht. Einfach nur, es ist optisch und damit es nicht untergeht an dem Schlepper. Und da kann ich bloß so viel dazu sagen, also die haben zwar damals beim K15 gespart gehabt, die Motorhaube war nur komplett grün, aber die Pedale waren tatsächlich schwarz. Weil auf die alten Pedale, da war schwarze Farbe oben drauf, das hast du so gesehen. Und das ist Originallack gewesen, weil unten drunter war halt bloß die Grundierung. Von daher habe ich mir gedacht, wenn das Original bei dem auch war und das war auch nur schnell ausgeliefert, die halt gebaut worden sind und rausgeliefert worden sind, dann kann ich das hier auch machen. Außerdem, wie gesagt, es schaut optisch ein bisschen schöner aus, wenn da ein kleines bisschen Schwarz noch dran ist, als wenn ich jetzt das alles so, ja, komplett grün lasse. Aber das ist das Einzige, was da noch kommt. Mal gucken, vielleicht mache ich heute Abend noch was. Aber morgen habe ich schon wieder Frühschicht. Das heißt, heute um 8 Uhr heim, morgen früh um 8 Uhr schon wieder auf die Arbeit. Oder um 8 Uhr schon wieder auf der Arbeit. Weiß ich noch nicht, ob ich heute noch was tue. Aber das sehe ich. Gut, das war's dann erstmal für den Mittwoch. Ich sage nochmal vielen Dank wegen gestern für den Dienstag. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns später wieder. Ja, Leute, ich habe es ja gesagt, wir sehen uns später noch einmal. Jetzt ist es 22:43 Uhr. Ich war ja heute bis 8 Uhr arbeiten, habe jetzt vorher noch Abend gegessen. Im Discord haben mich einige angeschrieben, ob ich heute nicht wieder dann ein bisschen im Sprachchat unterwegs bin. Aber heute mal da nicht. Das war mir dann einfach schon zu spät und nach dem Essen dann. Jetzt, wie gesagt, es ist so spät, habe ich auch keine Lust mehr. Reili, du willst was sagen? Ach ne, jetzt ist er wieder schüchtern. ja, am Kram ist heute nichts weiter passiert. Ich wollte eigentlich noch nur in die Halle, habe aber dann doch eine Weile gemacht. Was ich heute vor der Arbeit schnell noch gemacht habe, ich habe mal eine Dose RAL 9005 von diesem Dural mit Lack geholt, dass ich meine Pedaloberflächen und die ganzen Hebel dann schwarz machen kann. Habe ich ja schon gesagt. Ja, und was ich mir dann, oder was ich heute dann wieder bekommen habe. Mein Vater hat es auf der Arbeit dabei gehabt.
mein Typenschild für den Schlepper. Ich zeige euch ja mal gleich hier den Unterschied, das alte und das neue. Das neue ist ein bisschen kleiner, ja, ich weiß. Und normalerweise einfach so Typenschilder umbauen darfst du ja nicht. Ist aber schon mit dem TÜV-Prüfer soweit ausgemacht, das ist normalerweise kein Problem. Weil das alte, wenn ich dran gelassen hätte, dann hätte er mich eher zusammengeschissen, weil ich das alte dran gelassen hätte. Ich zeige euch einfach mal den großen Unterschied und warum ich es getauscht habe. Ja, wie man deutlich sieht, das neue ist deutlich kleiner wie das alte. Aber warum ich es getauscht habe, das ist eigentlich der Grund hier oben. Da hat eine ganze Ecke gefehlt. Und da hat eine ganze Ecke gefehlt. Nicht so schön. Ja, und so sieht es neue aus. Alles schön neu eingestanzt. So wie es muss. Gut, das als Tagesabschluss dann für Mittwoch. So, wir haben Donnerstagabend. Ja, heute ist nicht so viel passiert. Ich bin von der Arbeit heimgekommen, habe erst einmal Mittagessen. Aber ich habe heute was gemacht. Ich habe mir eine Farbe angemischt mit ein bisschen Härte. Nicht viel. Ein Teil Härte, vier Teile Farbe. Einfach so Pi mal Daumen quasi zusammengerührt und am Becherle. Und was habe ich da damit heute gemacht? Das kann ich euch jetzt da mal zeigen. Ich habe gesagt, ich möchte ein paar drüber schwarz haben, weil es original auch so war und einfach damit es ein bisschen optisch ansprechender ausschaut, sage ich einmal. Und das wäre einmal hinten der Zugmaulbolzen, oben her, wo man quasi mit der Hand anpackt. Dann Nummer 2, wenn wir gleich hier hinten sind, die beiden Bolzen, auch wieder die Stelle, wo man mit der Hand anpackt, dass man das schön sieht. Dann der Verriegelungsbolzen hier, der sitzt ja hier drin. Hat auch ein kleines bisschen schwarz gekriegt. Ich meine, das ist wie gesagt mehr oder minder fürs Optische. Das ist einfach fürs Auge. Das fehlt ja schließlich auch ein bisschen mit. Dann natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Hebel hier. Die sind oben hier ein bisschen schwarz geworden. Dann erkennt man die auch ein bisschen besser, finde die leichter. Weil wenn man auf dem Schlepper drauf sitzt und das ist alles nur in grün, das fällt wirklich fast nicht auf. Wer es weiß, der findet sie. Ansonsten suchst du erst einmal. Klingt blöd, ist so. Die Handbremse habe ich ja gesagt, oben drauf den Knopf und den Handbremshebel hier oben, wo man quasi auch mit der Hand anpackt. Ist einfach schöner. Das Kupplungspedal, aber nur die Oberseite, natürlich nicht von unten und auch nicht das ganze Pedal nach vorne, das ist ja Schmarrn. Dann geht es hier drüben weiter. Das Gaspedal, hier sitzt der hier eher an einer blöden Stelle, hier geht das Fußblech vor. Und das Gaspedal, das sitzt hier vorne. Du musst quasi mit den Hacken hinten Gas geben, deswegen hat es vielleicht bei der Probefahrt so komisch ausgeschaut. Du kommst mit dem Fuß gar nicht hin, weil wenn du drauf sitzt, der Fuß steht quasi so. Du müsstest den Fuß halber verdrehen, dass du auf das Pedal kommst, deswegen haben die früher da so ein langes Pedal noch gespeist. Einfach dieses Flacheisen. Bremspedal, auch wieder die Oberseite. Den Hebel hier, das ist quasi Mähwerksantrieb. Zum Einschalten wird er nach vorne geklappt. Und hebt das Mähwerk aus oder hebst das Mähwerk per Hand aus, der klappt automatisch nach hinten. Ja, das sind hier die Dinge, die ich gemacht habe. Und vorne geht's weiter. Vorne habe ich an der Einspritzpumpe hier oben den Knopf ein bisschen schwarz gemacht. Hebt es ein bisschen hervor. Und von der Haubenverriegelung auch den Kopf oben drauf. Den habe ich schwarz angepinselt. Das war es eigentlich auch schon. Mehr schwarz habe ich gar nicht lackiert. Wie gesagt, übertreiben will ich es nicht. Ach so, doch, der Werkzeugkasten. Den hätte ich jetzt fast vergessen, auch hier der Griff. Aber mehr schwarz ist es gar nicht geworden. Ich will ja schließlich an dem Schlepper die Originalfarbe behalten. Das soll ja nur einfach optisch ein bisschen aufgewertet sein. Soll optisch ein bisschen was hermachen. Und vor allem, es war halt original auch. Diese Hebel waren obendrauf schwarz. Ich habe da extra Rücksprache gehalten. Das haben sie damals bei allen gemacht. Zumindest laut Aussage. Ja, so viel auf alle Fälle dazu. Und dann war ich heute noch ein bisschen drüber, habe mal mit der Elektrik angefangen. Ja, der Vater hat im Moment keine Lust gehabt und heute ist auch eine Weihnachtsfeier von der Arbeit aus. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt fange ich trotzdem mal selber an. Und so sieht mein Armaturenbrett aktuell aus. Der Glühstartschalter, mein Zündschloss ist drin.
erste Stufe Licht, zweite Stufe Licht, also Standlicht und Ablendlicht, oder ich glaube, das könnte sogar Ablendlicht und Fernlicht gewesen sein oder so ähnlich. Nee, ich glaube, der hatte bloß Standlicht, Ablendlicht oder so. Das ist drin, die Ladekontrollleuchte, beziehungsweise das ist die Batterieleuchte, die zeigt mir an, ob überhaupt der Strom drauf ist. Die Hupe ist drauf, Öldruckmanometer ist wieder drin und der Glühüberwacher ist drin. So sieht das Armaturenbrett bislang aus. Den Warnblinkschalter habe ich ja hier liegen. Der sitzt dann normal hier oben in dem Loch. Den baue ich aber noch nicht ein. Das ist jetzt einfach, wie gesagt, Blinker ist dann noch einmal ein Extrakreis für mich, das mache ich extra. Sicherungskasten muss noch rein, aber zum Anschließen bietet sich's an. Der wird sowieso so reingehoben. Beziehungsweise, ich muss auch mal gucken, ich glaube, der geht so gar nicht. Nein, der musste, glaube ich, von unten rein, die quer. Da muss ich mal gucken, den muss ich erst anklemmen. Auf der einen Seite dann reinschieben und dann die andere Seite. Das sehe ich, also das muss ich probieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau der drin war. Aber die Elektrik wird sowieso komplett neu gemacht. Ich habe mir schon einige Pläne rausgelassen. Aktuell arbeite ich mit dem da. Ein schönes Chaos. Hauptsache, man findet es wieder. Das ist mein Schaltplan, den ich aktuell nutze. Dann habe ich mir vorhin noch einen rausgelassen. Der da, also ich nutze verschiedene. Alle möglichen ein wenig. Zwecks die Kabelfarben wäre es natürlich optimal, wenn man alles in denen Kabelfarben macht. Ich habe die einfach nicht und ich schaffe mir natürlich jetzt nicht auch lauter Rollen an mit verschiedenen Kabeln, nur um den Schlepper dann genau in der Kabelfarbe alles zu verkabeln. Wäre blödsinnig, zumal ich brauche da der 1,5, 2,5, 4 Quadratmillimeter Kabel. 4 Quadratmillimeter habe ich gar nicht verwendet. Der Vater hat auf der Arbeit oder hat bei uns drin bestellt in Kulmbach 6 Quadrat. Und von denen habe ich jetzt schon ein bisschen was verbaut. So wie es original war, also bevor mir jetzt jemand kommt und sagt, oh Gott, die hättest du anders legen können. Ich habe extra meinen Vater gefragt, er hat gesagt, wenn du bauen willst, dann machst du es einfach so, wie es war. Und so schaut es jetzt aktuell aus. Das Kabel da, der muss noch erneuert werden. Das ist natürlich hier nichts Gescheites. Da muss ich aber erst noch mal gucken, wo das genau hingeht. Ich glaube, das war am Sicherungskasten dran. Fragt mich nicht, muss ich selber erst mich reinfuchsen. Die hier sind neu. Die sind ja eigentlich, das ist ja wie Lego, du steckst ja bloß die Kabel zusammen. Du hast da draufstehen Belegung 17 und Kabel 17 geht auf dem Glühstartschalter auch auf die 17 drauf. Kabel 19 vom Glühüberwacher auf dem Glühstartschalter auf 19. Hier unten ist der Stromanschluss vom Zündschloss raus. Das ist die Klemme 15. -54, die geht auch wieder hier rauf auf die 1554 und hier drinnen kommt normaler Kabel. Das sitzt dann einmal später, also das kommt vom Armaturenbrett hier runter, läuft hier vor und geht hier vorne auf die Glühkerzen drauf. Da habe ich ja einmal hier die Glühkerze und die hat ja eine Verbindung mit der hier auf die und die hat eine Masseverbindung auf dem Block hier oben auf die Einspritzdüsenhalter. So wird die dann durchgeschaltet, das kommt von da, dann ist das Ding quasi schon mal durch. Die Anschlusskabel von der Batterie auf dem Anlasser und von der Batterie auf dem Schlepper, auf die Masse vom Schlepper selber drauf, will ich noch neu machen. Mein Vater hat da zwar schon ein Kabel hergelegt, aber das gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht, das ist einfach nicht neu. Das ist jetzt das. Das ist halt auch so ein altes Lumpertz-Ding, ich weiß gar nicht, wo er das mal rausgebaut hat. Keine Ahnung. Und die Kabel, die hier noch liegen, ja, optisch schauen sie zwar jetzt nicht so schlecht aus, das ist bloß hier außen so ein wenig so ein Schutzschlauch drüber gewesen. Der ist halt beschädigt, aber das Kabel selber wäre zwar noch gut, aber ich würde es trotzdem gern neu machen. Was auf alle Fälle neu muss, das sind hier oben die Klemmen. Also ich meine, das sieht man, die sind gammelig rostig, das gefällt mir überhaupt nicht. Nee, so nicht. Und was mein Vater schon gesagt hat, die Masse vom Schlepper war eigentlich auf dem Batteriekasten unten drauf, wo die Batterie drauf steht. Die war original hier drauf geklemmt. Und er hat aber gleich gesagt, da will er sie nicht mehr haben. Er will sie dann hier drauf haben. Dann habe ich einfach eine bessere Masseverbindung auf dem Schlepper. Eine stabilere Verbindung, weil hier die ist ja bloß mit drei Schrauben drauf gemacht. Und das ist auch so ein wenig zweifelhaft, dass das Ganze so eine schöne Verbindung hat. Hat er gesagt, wenn du es magst, dann machst du es da vorne drauf. Da hast du eine knackige Verbindung und dann geht es.
So mache ich das. Ja, und weil ich jetzt gerade hier drüben stehe, jetzt sehe ich es ja erst, das habe ich auch heute auch gemacht. Mein neues Typenschild, was ich euch gezeigt habe, habe ich auch verbaut. Und das sieht man hier. Also wie gesagt, ist natürlich von der Größe deutlich kleiner wie das alte. Das alte war ja größer, hatte hier und hier seinen Punkt und hier unten die zwei. Das war ja die Riesenplatte hier dahinter. War schlecht abzulesen, weil natürlich der Gaszug hier vorgeht. Das neue sitzt jetzt hier oben. Ich habe es ein wenig höher gesetzt und ich finde, es schaut so an sich gar nicht schlecht aus. Und ich weiß natürlich, wie gesagt, Urkundenfälschung, du darfst nicht einfach anders drauf machen. Ich habe das alte aufgehoben, das zeige ich auch meinem TÜV-Prüfer, der nimmt mir das garantiert auch ab. Weil wie gesagt, also das alte Ding hier, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache das hier auf meinen Schlepper drauf, also das saß ja hier, das schaut halt einfach nur, ja, wie gepfuscht aus. Klar hätte ich es abkleben können, das wäre das Originale, aber also so verranzt ist denn doch nicht schön. Also selbst das von meinem KL300 ist deutlich besser bei der Nanne, das schaut fast noch neu aus. Im Gegensatz zu dem, ich weiß nicht, was sie da getrieben haben, aber das ist Schrott. Wie gesagt, das zeige ich meinem TÜV-Prüfer, der soll es mal abnehmen. Der darf meinetwegen auch das alte Typenschild da vernichten, wenn er meint oder wie auch immer. Aber das regle ich mit dem. Ist normalerweise kein Problem. Dann geht das. Ich meine, der Schlepper ist ja nicht geklaut und die Fahrgestellnummer ist ja vorne auch nochmal eingeschlagen. Die kannst du vorne normalerweise dann auch noch einmal rauslesen. Irgendwo hatte ich sie noch. Also von daher, im Endeffekt fälschungssicher ist das Ganze ja trotzdem. Gut, so viel auf alle Fälle jetzt der aktuelle So viel auf alle Fälle der aktuelle Stand hier unten. Weiter, wie gesagt, ist es noch nicht gegangen. Ich bin auch mal gespannt jetzt aufs Wochenende zu. Morgen ist ja schon wieder Freitag. Ich habe morgen Spätschicht. Vielleicht macht der Vaterhund noch irgendwas. Vorher müssen wir aber definitiv mal den Ölofen hier machen. So steht er ja nicht schlecht da. Bloß hinten die Rohre, die rausgehen, da ist im letzten Herbst ein Ast draufgefallen und haben sie abgerissen. Und ja, nachdem wir sie wieder neu gemacht haben, war da irgendwo ein Loch, dann ist Wasser reingelaufen. Und wo die Rohre dann unten in den Bogen reingehen, da sind sie durchgerostet. Und ich meine mit durchgerostete Rohre schüren, da hinten ist eine Dachrinne und ein Holzgiebel oben drüber. Ja, Holz und Hitze, das ist immer so eine Sache, sollte man natürlich nicht machen. Von daher, das gehört gemacht und dann ist hier unten eigentlich auch angenehm, wenn es die hier einheizt. Dann kannst du normalerweise im T-Shirt hier drin arbeiten, wenn es sein muss. Im Moment, man sieht es ja, ich bin dick eingepackt, die dicken Winterstiefel, zwei Paar Socken, die dicke Hose, T-Shirt, Pullover und oben drüber die dicke Winterjacke, Mütze auf und normalerweise auch Handschuh. Im Moment stecke ich die Hand lieber in die Hosentasche rein, ist kalt. Ja, wie gesagt, also das gehört gemacht, dann kann man hier unten auch viel bequemer arbeiten. Und ich weiß, wenn mein Vater sich drüber macht, die Elektrik damals von KL300, die hat er an einem Tag reingebaut gehabt. War natürlich, muss man ganz ehrlich dazu sagen, auch weniger zu machen, weil am Sicherungskasten ist nichts verändert worden. Die Kabel sind bloß vorne an die Lichter abgesteckt worden und in die Kotflügel. Und in die Kotflügel sind neue reingekommen. Die haben wir per Quetschlötverbinder reingemacht. Die gingen relativ zügig drauf, einfach die Farben wieder aufgesteckt und drauf und ruckzuck. Ist natürlich jetzt hier ein wenig aufwendiger, weil ich, wie gesagt, die ganze Elektrik überhole. Weil der alte Kabelstrang, also wenn man sich's mal anguckt, das ist ja, ja, farbig übergespritzt. Teilweise habe ich dann eh schon Kurzschlüsse drauf gehabt, dass was nicht funktioniert hat. Und wenn ich die Blinkerkabel angucke, also das Kabelgewirr, ich habe ja, wie gesagt, damals den Warnblinkschalter angebaut, da war ich 12 Jahre alt. Da habe ich da mal irgendwas rumgepopelt. Also hat ja funktioniert, auch die Blinker haben funktioniert, aber schön ist anders. Ich habe das mit Kabelbinder einfach so ein wenig reingebunden, weil ich Kabellängen und gar nicht bedacht habe. Ich habe das dann reingepfuscht. Und wenn, dann macht man es jetzt einmal gescheit, dann schaut alles schön aus. Ich meine, einmal die Arbeit, dann ist gut. Ja, wegen meinem Kühler weiß ich aktuell noch nichts. Der ist noch in Arbeit, wird ein bisschen dauern, ist ein bisschen aufwendiger. Aber so wie es ausschaut, ist er zu retten.
Und ja, wenn ich nicht wieder kriege, kriege ich nicht wieder. Und dann werden wir weitersehen. Ja, jetzt habe ich wieder viel gequatscht. Jetzt aber noch einen Zuschauerwunsch. Ich soll da mal was zeigen. Und zwar meine Werkzeuge, die ich alle verwende. Also fangen wir mal an. Hier unten in der Halle habe ich aktuell meinen großen Akkuschrauber. Wer sich ein bisschen auskennt, also das ist so ziemlich mit der größte in der 22 Volt Klasse. Vierganggetriebe. 120 Newtonmeter im harten Schraubfall. Ja, der hat so viel. Radschrauben vom Auto kriegst du mit auf. Dann das wichtigste Gerät im Moment hier unten. Mein Radio. Selbstverständlich DAB. Ganz klar. Sieht man ja. Ganz wichtig. Der dudelt jetzt natürlich nur leise vor sich hin, zwecks Urheberrechten. Ja. Und dann habe ich normalerweise noch einen kleineren Hilti-Akkuschrauber, der ist aber oben im Haus irgendwo verschollen. Das sind so die Werkzeuge, die ich hier unten verwende. Für Schleifarbeiten habe ich immer den Hitachi Stabschleifer. Der müsste drüben liegen. Ich hatte früher einen Bosch Blau. Reilly, komm. Der war aber kaputt. Da haben wir schon ein paar Mal die Kohlen gemacht. Jetzt ist er mittlerweile doch ziemlich durchgerockt. Und für Schleifarbeiten habe ich meistens den. Der hat auch noch einen zusätzlichen Handgriff oben nochmal dran. Der liegt hier drin. Der das da. Zum Blechteile bearbeiten oder schneiden. Ohne Flex. Auch schon gut runtergerockt. Ja, das sind so die Werkzeuge, die ich hier unten aktuell ein wenig verwende. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Nö. Zumindest habe ich jetzt nichts anderes hier. Also so viel mal dazu. Komm. Und dann komme ich noch auf eine Zuschauerfrage. Und zwar hat mich jemand gefragt, wir haben so viele Smart, ob ich die nicht nochmal zeigen kann. Klar, kann ich machen. Sind ja nicht meine. Gehört der eine meiner Schwester. Der rote oben in der Garage gehört meiner Mutter. Mein Bruder fährt einen kleinen gelben. Baujahr entweder 2000 oder 2001. Und wir haben, den haben wir hier unten, deswegen kann ich ihn nicht gleich zeigen. Oder besser gesagt, der Vater hat den, den Smart Roadster. Ist der da? Das sieht man natürlich jetzt nicht so viel. Der ist gut eingepackt. Ja, tiefer gelegt, Breitreifen drauf. War aber schon alles so, hat nicht mal Vater gehabt. Für ordentliche Spaßmaschinen. Ist ein Sommerfahrzeug, im Winter ist er abgemeldet, hat bloß Saisonkennzeichen drauf. Den fährt er wirklich nur im Sommer. Im Winter überhaupt nicht. Ja. Wie gesagt, das ist das Autole. Sieht man leider jetzt nicht mehr. Aber das ist mal der erste. Und die anderen, die zeige ich euch. Was ist denn das schon wieder? Die anderen zeige ich euch auch noch. Den blauen kann ich leider nicht zeigen. Der steht aktuell eigentlich immer hier. Den hat aber mein Vater, der ist damit auf der Weihnachtsfeier. Meine Schwester hat noch keinen Führerschein. Die hat zwar schon das Auto, aber hat noch keinen Führerschein, sagen wir es mal so. Und deswegen fährt jetzt aktuell mein Vater immer als Winterfahrzeug. Wir haben auch nochmal noch den VW-Bus drüben drin stehen. Aber so ist es halt. Also ich zeige euch noch die anderen zwei. Falls mich mein Bruder sieht, der scheißt mich wieder zusammen. Aber ist egal. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, hier oben steht in der Garage. War früher übrigens immer meine Garage. Hier steht mein Bruder sein Smart. Den hat er mittlerweile auch ganz schön aufgetunt. Tiefer gelegt und Edelstahl-Heckblech, Sportauspuff drauf, ob Brabus. Chip-Tuning drin, das Ding hat irgendwas an die. Frag mich nicht, 70 PS oder was der jetzt bringt? Keine Ahnung, der ist auf alle Fälle aufgedreht. Und. Ja, mein Gott, ich habe auch mal so eine Kiste gehabt. Der war damals auch per Chip-Tuning getunt.
Ging schon gutes Ding, aber mir war er einfach zu klein und für Transportarbeiten natürlich ungeeignet. Wobei ich sagen muss, meiner hatte eine Anhängerkupplung. Ich habe einen Anhänger gehabt. Könnte ich ja mal ein Bild anhängen. Falls ich eins finde, hänge ich es hier gleich noch an. Auf alle Fälle, das ist mein Bruder seiner. So sieht der aus. Halten smart. Ja, hier drüben in der Garage im Haus, da steht ein Mutterjahr-Auto. Die S-Klasse Rettungskapsel. Für einige, die sich da amüsiert haben. Jo, ist ein wenig ein neueres Modell. Ich glaube, der ist Baujahr 2009 oder so. Das ist, wie gesagt, das Auto von meiner Mutter. So sieht der aus. Zwecks der Katze. Meine Mutter ist Katzenfan, also nichts dazu sagen. Das ist ihr Auto. Die hat für den Sommer normalerweise auch immer mehr oder minder diese Sportfelgen drauf. Die hängen da drüben. Original Brabusfelgen. Die hat sie mal günstig ergattert. Mit denen schaut er schon nicht schlecht aus. Fahren tut er sich eigentlich auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, jetzt habt ihr mal ohne Fahrzeugflotte auch gesehen. Also an den Zuschauer, der das sehen wollte. Ich hoffe, das hat Genüge getan. Und dann würde ich sagen, für dieses Video war es das. Wir sind wieder am Ende. Ist wieder aktuell leider nicht so viel passiert. Ich würde am liebsten noch filmen, was ich morgen ein wenig mache. Weil ich werde morgen, wenn ich mit dem Stall fertig bin, denke ich auch mal unten noch ein bisschen weiter verkabeln. Kommt aber leider nicht mehr in dieses Video mit rein, weil das wird mir einfach zu knapp. Ich muss morgen, wie gesagt, um 14 Uhr das Arbeiten anfangen. Und um 16 Uhr soll das Video online kommen. Also sprich, wenn ich es noch schneiden will und. Schneiden sind normalerweise immer rund 2 Stunden, wo ich drüber bin, bis das alles gemacht ist. Dann kommt noch das Rendern. Dauert auch noch einmal im Schnitt, ja, knapp eine Stunde. Und dann hochladen. Hochladen geht mittlerweile relativ flott. Je nach Größe des Videos eigentlich so 10 Minuten, Viertelstunde. Aber das wird einfach zu knapp. Kann ich nicht machen. Deswegen hier an dieser Stelle jetzt Schluss. Was dann passiert, kommt halt im nächsten Video am Dienstag. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wünsche jetzt allen Zuschauern ein schönes Wochenende. Und man sieht sich nächste Woche wieder. Bis dahin in alter Frische. Servus.